Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Risen. Wir stehen hier vor dem Inquisitor und werden diese Vulkanfestung nun verlassen. Jedenfalls, sofern es uns möglich ist, da muss ich gerade überlegen, weil der eine Typ hat ja gesagt, wir müssen irgendwie mit dem Inquisitor sprechen und der lässt uns nicht raus. Das muss ich mal überlegen, weil wir haben ja das Problem mit den Quests in der letzten Folge wieder festgestellt, wenn wir jetzt mit dem Inquisitor weiterreden, dann werden folgende drei Quests, die wir haben, abgebrochen. Und zwar Rufus sucht Weisheit im Kampf, Berichte Finch über den seltsamen Tempeleingang im Osten und Schatzsuche gesucht. Der Rest bleibt noch da. Und diese Quest wollen wir auf jeden Fall mitnehmen, ist ja klar. Deswegen müssen wir irgendwie wieder aus der Vulkanfestung raus, bis auf die eine Quest. Mit der Rufus sucht Weisheit im Kampf, aber ich weiß gar nicht, was wir dafür brauchen. Ist es da Schreibzeug auftreiben? Ja, was brauchen wir da? Das Buch Weisheit im Kampf besorgen. Ja, gut, wo ist denn das? Da ist Rufus. Ich glaube, ich habe da schon eine Idee, wo wir das finden könnten. Auf jeden Fall müssen wir für die anderen beiden Quests sowieso raus aus der Vulkanfestung. Eine Möglichkeit haben wir ja, über die Mauer irgendwie drüber schweben oder so, aber dann irgendwie reinkommen. Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Das könnte man ja mal probieren, aber was wir auf jeden Fall machen können, ist dieses Buch holen. Weil, wie gesagt, ich habe da schon eine Ahnung, wo das sein könnte. Aber bevor wir... Ah, ich habe die richtige Taste gedrückt, zum Glück. Bevor wir das machen, haue ich mich einfach mal kurz ins Bett. Ist mir egal, wem das gehört. Hauptsache, wir haben unser Leben wieder aufgefüllt, ohne irgendeinen Trank dafür zu benutzen. Sehr gut. Weil wir dadurch sicher gleich etwas kämpfen müssen. Wo muss ich denn hier lang? Ich glaube, hier die Treppe wieder hoch. Und zwar gehen wir einmal zurück zum Friedhof. Da war ja diese eine Ruine, wo wir, glaube ich, nicht weiter lang gegangen sind. Entweder weil es nicht ging oder weil ich da noch nicht hin wollte. Aber ich glaube, dort werden wir das Buch finden. Bin mir aber natürlich nicht ganz sicher. Und sobald wir das Buch gefunden haben, werden wir mal schauen, ob wir irgendwie aus der Festung entkommen können, beziehungsweise ob wir dann auch wieder reinkommen. Weil das sollte dann natürlich auch machbar sein. Ansonsten, ja, keine Ahnung, müssen wir die Quest in Ruhe lassen. Oder einen ganz alten Spielstand laden, aber das wäre schon ziemlich blöd. So, jetzt schauen wir mal, speichern und wir gehen mal hier runter und schauen, was uns hier erwarten wird. Ruhe in Frieden. Ja, ein Grabstein. Zu denen hat er ja meistens nicht so viel zu sagen. Eine Steinplatte. Aha, finde da einfach mal eine Steinplatte. Wo ist denn das? Steinplatte. Hier. Da sind seltsame Zeichen eingraviert. Die sollte ich mal lesen. Weisheit plus 4. Ja, gut, warum hier nicht? Hier steht etwas über Magie. Buch, die Magie der Kristalle. Die magische Kraft der Kristalle ist weit größer als in jeder anderen Quelle. In einem Kristall lässt sich, wie auch in einer Ruine, eine einzelne Zauber verankern. Wie auch in einer Rune, nicht wie in einer Ruine. Bisher ist uns dies mit drei Zaubersprüchen gelungen. Der Feuerball, der Frostzauber und das magische Geschoss. Durch ein intensives Studium der Kristalle kann ein Magier mit seiner eigenen Erfahrung den Zauberspruch eines Kristalles verstärken. Je mehr ein Magier von den Kristallen versteht und je größer die Erfahrung ist, desto mächtiger wird der Zauberspruch. So lohnt es sich für den Magier, sich auf einen Kristall zu konzentrieren, wenn er seine maximale Kraft ausschöpfen will. Aha. Buch von der Runenmagie. Einst waren es die Götter, die den Menschen die Magie gaben. Und die Menschen wirkten die Zauber und wurden zu Magiern. Um die Macht weiterzugeben, erschufen sie Runen und sammelten die Magie darin. Doch dieses Wissen wollten sie vor den Menschen verschließen. Denn so sprach der Meister. Hä? Also, die Götter haben den Menschen Magie gegeben. Die Menschen sind jetzt Magier. Aber die wollen das Wissen vor den Menschen verschließen. Vor sich selbst oder vor dem Nicht-Magiern? Was sind ja immer noch Menschen. Na egal. Denn so sprach der Meister. Die Zeit der Menschen war, ist und wird vom Krieg erschüttert. Die Macht der Magie darf nicht in den Händen aller liegen. So beschlossen sie, die Menschen vor der Magie zu schützen. Sie versiegelten die Runensteine mit Zeichen des Schutzes.
und das Wissen, die Siegel zu brechen, bewahrten sie auf und gaben es nur an ihre Schüler weiter. Umblättern kann man dann nicht, oder nee. Was haben wir noch? Liste von Meister Belschuh, eine andere Liste und Kochrezepte, ja gut. Es hat sich ja gelohnt. Weisheit plus 4 und ein bisschen Information über Magie. Helden der alten Zeit. In den alten Tagen lehrte ein Mann die Kunst des Kampfes. Berengir, ein Magier, der den Kampf mit dem Stab meisterlich beherrschte. Er sagte einst zu seinem Schüler, ich kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Ja, und genau diesen Weg werden wir jetzt entlang gehen. Wie war das eigentlich auf der anderen Seite, habe ich ganz vergessen, da ging es nicht weiter, oder? Da geht es da und da gehen wir wieder raus. Okay, gut. Da waren wir schon richtig hier und damit kann man auch nicht interagieren, oder? Nö, nicht so unbedingt. Dann schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Da kommt doch bestimmt gleich irgendwie ein Skelett oder irgendwas, was uns angreifen wird. Hauptsache, wir könnten uns da auf die Bank setzen. 18 Gold, Jagdmesser und ein Knochen. Oh, so. Noch ein Skelett. Das ist das Lichtzauber. 2 Stück sogar, sehr schön. Berengias Truhe, die sollten wir doch auch noch irgendwie plündern oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nochmal von vorne. Das fängt ja super an. Und nochmal von vorne. Da. Ah. Geht doch. Okay. Wir kriegen Weisheit im Kampf, ein Werk über die Philosophie des Stabkampfes. Sehr schön. Das ging ja recht schnell. Können wir das auch noch lesen? Oh. Der weise Kämpfer benutzt seinen Verstand. Der weise Kämpfer wählt den Stab als Waffe. Der weise Kämpfer lernt die Magie der Kristalle. Die Kombination aus Stab und Magie kennzeichnet den weisen Kämpfer. Der mutige Kämpfer wählt den Pfad des Feuers, denn die lodernden Flammen entfalten ihre verheerende Macht erst nach langer Konzentration. Der vorsichtige Kämpfer wählt den Weg des Frostes, denn sein eisiger Hauch friert sein Gegenüber ein. Der wütende Kämpfer wählt Geschosse aus reiner Magie und lässt sie, unterstützt durch die Hiebe seines Stabes, auf seinen Gegnern niederregnen. Nur der wahre Meister des Kampfes mag Nutzen aus mehreren Kristallen zu ziehen. Also ich muss ja sagen, ja, den Weg mit den Ordenskriegern und da hinzugehen, sich vom Orden irgendwie rekrutieren zu lassen, ist auf jeden Fall recht interessant. Und da wir jetzt das Buch gefunden haben, müssen wir doch endlich mal angegriffen werden. Oh. Da ist er ja, der Berengir. Schlüssel. Ja, wahrscheinlich für die Truhe, die wir gerade geknackt haben. Also da spiele ich doch wirklich des Öfteren mit dem Gedanken, ob wir nicht irgendwann vielleicht ein Let's Replay von Risen machen werden. Dann den Pfad... Wow, hier sind echt keine Gegner. Den Pfad des Ordenskriegers und des Magiers beschreiten werden. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich noch so viele andere Projekte in Planung habe. Und da demnächst bei mir auch Führerschein, Abitur, Studium, was weiß ich alles bevorsteht und ich nicht allzu viel Zeit dafür haben werde, da einfach noch mal so ein richtig langes Let's Play zu machen. Stehe ich wirklich davor, diesen Plan wieder zu verwerfen und es vielleicht einfach irgendwann mal selbst zu spielen. Das geht ja außerhalb eines Let's Plays viel schneller, aber da will ich jetzt eigentlich auch gar nicht großartig drüber reden. Wo muss ich ihn eigentlich hin? Wer wollte das haben? Oh, falsche Taste. Rufus, wo ist Rufus? Der ist auf der anderen Seite. Na, ich kann dir natürlich keine Questkarte anzeigen lassen, aber dann muss ich hier... Alter, das nimmt doch den halben Bildschirm ein und dann, okay. Da müsste hier drin sein. Das ist Abrax. Ach, der ist dann... da sind wir ja hier irgendwie... Da ist Nautilus, ja super. Da ist bei dem anderen Eingang davon. Den haben wir ja, glaube ich, schon ausgeräubert, den Abrax. Dann müssen wir einmal hier durch. Und ist es hier drin?
Nein, hier ist irgendwie ein Badehaus. Wo ist denn der, Rufus? Irgendwo. Hier in der Nähe sollte... Nee, da ist der Friedhof. Da ist der Schmied. Ich guck nochmal ganz... Ich muss... Nicht am Friedhof lang. Ah, ich muss... Da hoch, oder? Hier ist die... große Vulkanfestung. Uah. Und dann... irgendwie... Hier ist der Weinkeller. Hier ist das Badehaus. Dann gehen wir nochmal zurück, wo der Inquisitor war, zu dieser heiligen Halle. Glaube ich. Oder? Mal kurz gucken. Ja, gut, ich denke, das wird wirklich der richtige Weg sein. Genau, dass ich das halt einfach selbst spiele und kein Let's Play daraus mache. Aber da will ich jetzt also eigentlich auch gar nicht die ganze Zeit drüber reden, was ich da jetzt für irgendwelche Planungen habe. Ist ja auch recht langweilig. Sind wir jetzt hier richtig? Naja, nicht ganz. Von da komme ich ja, glaube ich. Da müsste ich... durch das Tor? Ist hier irgendwie noch ein... Gang irgendwo hin. Hier geht's runter. Aha. Hier waren wir noch gar nicht, oder? Ist ja die das Zimmer vom Inquisitor. Ach, und nochmal. Na also. Na, da werden wir sicher was Tolles finden. 500 Gold. Geil. Levitation Berserker. Schriftrolle erhöht die Kampfkraft im Nahkampf vorübergehend um 50 Punkte. Wie lang denn? Ist wahrscheinlich auch wieder einfach so ein Balken da unten, der sich dann mit der Zeit leert. Sehr schön. Kann man sicher irgendwann gebrauchen. Muss man nur dran denken. Hier ist noch ein... Ach, ja, stimmt. Spruchrollen verstehe ich nicht. Ja, stimmt. Ich dachte, da kann man was lesen, so ein Buchständer oder so. Hier, da, das, die Bücher. Nö, okay. Hat sich doch gelohnt, hier nochmal vorbeizuschauen. Von da komme ich. Da sollte ich eher nicht runterfallen und hier geht's auch nicht unbedingt runter. Mit Levitation kommen da auch nirgends hin. Sieht nicht nach einem Secret aus. Ah, Mann, wo muss ich denn hin? Ich will doch hier zu dem Rufus. Oh. Du bist nur ein normaler Ordenskrieger, ja. Hä, wo war das denn? Gehen wir mal hier über die Dächer. Yep. Hier. Also aus der Vulkanfessel kommen wir auf jeden Fall raus. Das, oh, sollte kein Problem sein. Na, da müsste dann... hier sein. Ist da eine Tür? Bestimmt nicht. Ist da ein Eingang wahrscheinlich... Nee, wenn dann hier auf der Seite. Das kann wehtun. Tut es aber nicht. Wir haben uns geschickt über die... im Weinkeller. Ohne den richtigen Schlüssel. Genau. Kaspar, habe ich mit dir schon geredet? Es wird erzählt, du kannst Schreibzeug besorgen. Und noch ein paar andere Dinge. Aber du kommst zu einer ungünstigen Zeit. Warum? Leere Pergamente habe ich noch, aber keine Federn mehr. Kannst du eine auftreiben? Besorge mir einen Knochen und zwei... Nein, warte. 6 Flügel von Grabmotten. Dann bekommst du deine Feder. Da würde doch eigentlich ein Flügel von einer Grabmotte reichen und nicht 6 und ohne Knochen. Woher soll ich die Trophäen bekommen? Du kannst natürlich auf die Jagd gehen. Aber wenn dir das nicht liegt, kannst du auch in der Festung suchen. Und wo? Einen Knochen wirst du vermutlich auf dem Friedhof. Ja, da haben wir ja mehr als genug. Du musst nur Yoki überreden, dass er dich durchlässt. Hab ich schon. Und die Flügel, tja, einige Rekruten haben welche in ihren Kammern. Einen kleinen Nachtspaziergang. Aber lass dich besser nicht erwischen, wenn du dich da herumtreibst. Das schaffe ich schon. Ach. Hier sind die Trophäen, die du brauchst. Sehr gut. Hier ist deine Feder. Pass gut darauf auf, die Dinger sind begehrt. Vielen Dank. Haben wir jetzt auch schon das Schreibzeug? Was hast denn du? Zeig mal, was du hast.
Du hast leere Spruchrollen. Spruchrollen ist ja wahrscheinlich nicht hier bei Schriftstücken. Ah, doch. Leere Spruchrollen. Wie viele brauchen wir denn da? Für was war das denn überhaupt? In der Vulkanfestung. Schreibzeug auftreiben. Eine Schreibfeder und ein leeres Pergament. Gut, da kann man mit dem auch gleich quatschen, wenn wir dem irgendwann mal wieder auf den Weg, über den Weg laufen. Jetzt will ich aber irgendwie zu Rufus. Hier unten war ich doch schon. Hier ist doch Abrax. Ich könnte natürlich mich in einen Nautilus verwandeln und dann den ganzen Weg zurückgehen. Aber wir sind ja auch von der anderen Seite reingekommen. Also sollte es doch irgendwie möglich sein, das zu finden. Ich meine, so blöd bin ich doch auch nicht. Habe ich hier irgendwo was übersehen? Außer vielleicht diesen Schrank hier. Und diesen Besen hier. Ich muss in den Weinkeller rein. Hier ist... Suchst du was bestimmt? Ja, ich suche Rufus. In den Weinkeller. Da muss doch irgendwo noch ein anderer Eingang sein. Hier vielleicht doch beim Friedhof. Sieht sehr stark nicht danach aus. Vielleicht irgendwie beim Schmied oder so? Hier geht's ja auch nicht rein. Von da komme ich ja. Nee, hier kann ich auch nur klauen. Was willst du hier? Klauen? Nein, ich will eigentlich Rufus finden. Tucker! Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Immer mal wieder die ganzen Leute nochmal anquatschen, kann ja sein, dass die... Verdammt. Irgendeine neue Quest haben. Oder wir die übersehen haben. Das geschieht ja des Öfteren. Hier ist Vitus. Nun? Toh, Alter. Was willst du hier? Harlock. Probleme haben wir alle. Warum finde ich die nicht? Rufus. Das Graue da links, das hier, das ist ja die Ruine da. Ich muss hier hin, glaube ich, oder? Irgendwie... Den Schlüssel für den Weinkeller haben wir ja nicht. Den wird irgendjemand haben. Und hier haben wir ja auch schon tausendmal geguckt. Da ist ja kein Durchgang. Hier auch überall nicht. Ich glaube, ich muss auf dieses graue Feld. Das Abrax. Wahrscheinlich komme ich dann da irgendwie auf das graue Feld. Aber ich will den Haupteingang. Da bin ich ja am Anfang auch durchgegangen. Muss doch hier sein irgendwie, oder? Was ist denn hier zum Beispiel? Aua. Nein. Hier ist Kaspar schon wieder. Verdammt. Hier hinten vielleicht. Nein, das knacken wir irgendwann. Weißt du was? Der Typ guckt ja eh nicht zu. Hey, du! Was schleißt du da rum? Geht doch. Guckt der? Nö. Eine Säge. Eine Schaufel. Ein Schrank. Ja, super. Aber kein Rufus. Alles Zeug, was man noch verkaufen kann zur Not. Ah, hast du noch irgendwas? Was ist los? Fred, nein. Oh, da war doch gerade... War da nicht...
Hier, genau, ein Grünblatt. Haben mich meine Luchsaugen mal wieder nicht im Stich gelassen. Was ich hier auf der Suche nach Rufus ja nicht behaupten kann.